Schatz! Scheiße, 5000 Kanäle! Guck mal die Klötze an! Oha, das ist ja ein Kino. Ja, richtig, ja. Aber ich habe bloß 32 Kanäle. Mehr habe ich nicht. Also 32, dann hört's auf. Mehr ist nicht. Hier. Schatz, Jo. helf mir tragen, ich hab schon bezahlt. Jetzt, Helf hör mir. auf jetzt, lass das Ding dran, bitte. Ja, Was? Ich habe ihm warte. 3000 Dollar gerade gegeben für den Fernseher. Lass, Den nein, nehmen wir mit. hör auf jetzt, lass das Ding. Lass Was das einfach. denn? Lass den bitte. Lass den. Lass den bitte da, wo er ist. Ach, der ist aber super. Oh, guck dir mal, ich stell mal vor, Nein. Pornos auf dem Ding. Oh, warte mal, guck mal her, ja, Mensch. Okay. Ich hab Gehört, du den. fandst unsere Couch besser. Wir machen so die Wohnung gegen unsere Couch. Okay, pass auf, so weit würde ich nicht gehen. Ne? Warum? Nee, so Die weit würde ich Couch nicht bringen wir gehen. dir auch unter irgendeine Brücke, ist kein Problem. Huch, hoppla. Meine Güte. So enge Parklücken hier. Der läuft noch tatsächlich. Ja. Sollen wir zum Yellow fahren und ihn in die Bike-Reihe stellen, falls keiner da ist? Warum, wenn keiner da ist? Ja, nur keiner da ist. Und dann schnell weg rein. Oh, 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 war das knapp. Sie ja nicht wehtun, du sollst sie nur ein bisschen verwöhnen. Einfach nur ein bisschen ins Gesicht furzen, das wird dir schon gefallen. Haare föhnen wäre gut, ja. Alter, sag mal, Du mal nicht das ist so, als wenn er schon gar nicht hört. widerlich, ne? Warum denn? Lieber Das widerlich ist als schon echt widerlich. Das habe ich bei meiner Frau auch schon gemacht. Ich hab's Tut mir überlebt, leid. auch wenn es mir nicht gefallen hat. Ja, Erinnerst du das dich an tut meine mir leid. Oh mein Gott. Sie hat, sie kam nach dem Warum Duschen bist du raus so und... gemein zu deiner Frau? Was soll denn das? Wieso bin ich gemein? Die fotzt mir doch auch ins Gesicht. Oh mein Gott. Stell mich da Das war mal eine lieber zu uns. einmalige Antwort auf die Aktion. Ja. Ihr seid so krank. Das gefällt Hey mir. Herr, wie heißen Sie denn? Oh, mein Sack juckt heute. Hä? Wieso das denn? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Weiß ich noch nicht. Wie, weißt du noch nicht, was du gemacht Ja, hast? keine Ahnung, warum der heute ein bisschen juckt. Ist doch egal. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mich gestern ein bisschen rasiert habe. Ich habe keine Ahnung. Es juckt ein bisschen. Ja, Ein bisschen. daran wird's liegen, ja. Guck. Vielleicht hast du ihn auch einfach nur gestern Abend wund massiert. Keine Ahnung. Wundmassierend? Ja. Es klang nicht so, als hättest du Schmerzen gehabt. Nicht? Klingt... Oh, hier. Oh, ja. Klingt das nicht wie... Aua, aua, aua? Nein. Okay. Ja, der riecht halt wirklich immer gut nach Bacon. Jetzt hör auf, ey. Ich glaube, Darf du ich riechst dich gerade die Papa... Darf ich dich Salami. Papa Bacon Also, ich wurde heute schon so Ich tue es angeschrieben. schon. Ich wurde heute schon so angeschrieben. Papa Bacon. Wann hast du eigentlich vor, uns beide zu adoptieren? Was? Ja.
Wieso, warum soll ich euch adaptieren? Hey, sei mal nicht so unhöflich, ich frag dich ganz lieb mit so Hundeaugen und du bist voll unhöflich zu uns. Aber warte mal, uns beide geht nicht, weil wenn wir Geschwister wären, dann das geht nicht. Ich muss einen draufsetzen, ich mach jetzt den Hundeblick. Also ich meine, du kannst gucken wie ein Dalmatiner, aber ich adaptiere euch trotzdem nicht, weil ich nicht gerne sehen möchte, wie Bruder und Schwester zusammen Amore machen und so. Das will ich nicht sehen. Ja, deshalb nur Nox, mich ja. nicht. Achso. Ja, adoptiert okay. mich, ja. Also, Schwiegerpapa Bing. Also, oh Mann, ey. Also ich muss sagen, wir sind mit einer Mordsplanung hierher gekommen. Also wir haben uns eigentlich gedacht, wir treffen uns mit euch. Treffen uns das mit ist euch. Super Idee. Und was machen wir jetzt? Wir rauben Leute aus. Was könnten wir? Da müsste ich aber kurz nach Hause. Eine Waffe holen? Nämlich umziehen. Ich kann mit dem Outfit in den Roller steigen. Achso, ja. Flattert unten rum, oder wie? Bitte was? Flattert unten rum? Das ist so, wie wenn du nackt vorm Ventilator stehst. Na, der war irgendwie auf Autokaufmodus. So, den musst du mir jetzt erklären. Warum stehst du nackt vorm Ventilator? Nein, doch nicht ich. Warum soll ich denn nackt vorm Ventilator? Helmut, hast du dich schon mal nackt vorm Ventilator gestellt? Woher weiß die Frau so Sachen? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Das hat die bestimmt nicht aus dem Film. Ich kenne keinen Film, wo es heißt, der Long Dong am Ventilator oder so. Also, das war meine Vorstellungskraft vielleicht. Mit dem Rock auf dem Roller hört sich so an wie nackt als Mann vom Ventilator. Flatter, 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 flatter. Du hast ganz schön spanische Gedanken, weißt du das? Vielleicht, manchmal. Sowieso hole ich mir dann einen Zug. Also ich mag ja Züge, aber ich meine so einen richtigen, so, keine Ahnung, so. Stell dir mal vor, ich krieg Intimschnupfen oder so. Oh, böse. Ja, so ein Eichelschnupfen, so, keine Ahnung, pff, irgendwie aus der Hose raus. Und ich renne dann mit so einem Taschentuch jedes Mal so rein, also, und falle mit der Hand rein und dann hörst du nur so pff, pff. Ja, dann denkt jeder, du bist am Pupsen. Ja. Ich kann das ja schlecht nachmachen. Irgendwie. Ich kann nicht mehr. Du sagst, ich bin versaut. Was denn? Hm? Jedes Mal, wenn Quatsch. Du da niest. Ich muss ich muss die Tatsachen einfach mal auf den Tisch legen. Also, ne, so wenn, ja, wenn ich hier, wenn ich mir so ein, wenn ich mir so einen Zug hier unten rumhole und der wird krank und stell mir vor, der schnupft die ganze Zeit und hörst du so aus der Hose irgendwann so ein Tschüss. Durch den Tunnel. Hinter den Tunnel geht's nach unten, ne? Ja, ja, ich weiß. Springen, ne? Oh, ich bin so brav. Dafür kannst du echt gut fahren, meine Fresse. Links, rechts, oh, Ding, oh, Bruder, mein Herz. Okay, noch mit anfahren? Nee, nee, passt links, schon. Links, links, oh mein Gott. Was okay. denn, wir wollen Zeit fahren. Ja, ist okay, fahr weiter. Wenn es jetzt komisch riecht, tut mir leid, die braune Schlange hat gemalt. Oh Gott, was für ein Sauber. Oh Gott. Hallo. Tag auch. Hi. Tag auch. Wer bist du denn? Du musst dich unbedingt mal entspannen, glaube ich. Ich bin der Neue. Komm jetzt öfters. Nee. Nee. Willst du auch ein Bier? Also keine Ahnung, wer du bist. Bist du sicher, dass du der Neue bist? Also der untenrum Neue? Nicht ein bisschen kurz für der Neue? Hey Nox, wieso Menschen dürfen sein, wie sie sein sollte wollen? Sollte aufhören, Drogen zu nehmen. Ja, also eigentlich bin ich ja die Chantal. Jeder darf so sein, wie er sein möchte. Richtig. Ich bin S. Okay. Viel Spaß beim Tennisspielen.
Also ich will ja nichts sagen, mit dem Outfit hat sie bestimmt mehr Bälle als jeder. Ja. Ich werde nicht nur daran spielen. Ich mag schon ein bisschen geil, aber die Stimme turnt mich irgendwie so ein kleines bisschen ab. Ich bin wieder da. Ich hab das Bop-Bop gehört. Letztens habe ich unsere Fernbedienung in Kauf gekriegt, weil ich was gesagt habe, aber nee. Ja, das sagt mir einmal geiler Arsch, der sieht aber voll aus. Und dann sagt sie, was habe ich zugegeben? Ja, und dann geht's los, denn da fliegt da alles. Also, ja, ich hoffe, du hast draus gelernt. Da muss ich merken, das war ja ein Kompliment. Aber musst du einfach dann merken, du darfst alles denken, aber wenig sagen. Ja, was? Doch. Ja, doch, klar. Also damit hast du gerade alles gesagt. Wollen wir nicht irgendwie um die Ecke gehen, Männergespräch führen? Ja, aber also ich Ladies. Nee, aber guck mal, du erwächst jetzt. Wenn wir jetzt weitermachen, dann können wir gleich hier kurz zur Tankstelle laufen, unsere Konten leer machen und zum Flughafen fahren. Hä? Wo gehe ich jetzt zum Konto? Bitte? Vorher gehe ich an mein Konto. Sonst sehe ich mein Geld nie wieder. Dann bist du im Urlaub und ich sehe dich nie wieder. Und mein Geld auch nicht. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, fährt sie als erstes in den Baumarkt und kauft sich eine Schaufel. Oh, du denkst, dass ich bin Dieb, ja? Nee, eigentlich nicht. Nee, also jetzt beruhigt euch alle so. Das, er hat jetzt so ein falsches Bild gezeichnet. Weil okay, ja, in dem einen Fall habe ich mich schon kurz aufgeregt, aber ansonsten ertrage ich schon viel. Also wir streiten uns nicht so oft wegen so Sprüchen. Weil Ehrlichkeit ist ja auch wichtig. Also letztens bist du noch so toll erschrocken, wie ich dir an den Bauchspeck gefasst habe und hab gesagt, guck mal, da kann man ein Tablett draus machen. Da hast du nicht cool reagiert. Ja, und wer hat jetzt gerade eben rumgemost, weil ich sag, du bist wirklich schwerer geworden? Ja, ich bin ja schwer in Ordnung. Also, das weiß ich doch. Ja, also, ich bin ja trotzdem noch da. Das sind auch die Knochen. Was denn? Knochen? Ja, das diese Frage, die kann ich nicht richtig beantworten. Ist ja fleißig heute. Ja, ich habe die Jungs ein bisschen in den Arsch getreten, dass sie mir was Vernünftiges machen sollen. Ja, Martinez hat halt immer noch meine Tattoo-Maschine. Tatsächlich nicht. Ich habe ihm die Tattoo-Maschine abgenommen, habe sie um in den Laden gelegt und ja, er hat jetzt seine eigene. Okay. Mhm. Wusste gar nicht, dass du so eine Dominante bist. Was wäre ich? Ja. So die Peitsche rausholst und die Jungs da anfordert. So, macht was! Ja, Schatz, guck jetzt nicht schon wieder so. Ja, hier, ich will dir nur die Hälfte vom Geld geben. Also, ich fühle mich besser, wenn ich nur die Hälfte dabei habe. Bin ich so schlimm manchmal? In Fachkreisen nennt man dich auch manchmal der General. Oha! General! Ja, aber wie heißt es so schön? Jedes Märchen hat einen Drachen, ne?